ore 19 e 59 minuti. Radio Ticino RFC. Nun will der Bund in einer großen Studie mit bis zu 100.000 Probanden landesweit untersuchen, ob Schadstoffe aus der Umwelt dafür verantwortlich sind. Dann haben wir eine schöne Meldung aus dem Sport. Dennis, der Roger Federer, ist problemlos in die French Opens reingestartet. Er gewinnt gegen Italiener Lorenzo Sonego mit 6-2, 6-4 und 6-4. Und auch Belinda Bencic hat einen guten Start hingelegt im French Open. Sie schlägt Jessica Bonchep mit 6-1 und 6-4. Die nächste Runde trifft dann der Federer auf den Deutschen, den Oscar Otte, und Belinda Bencic auch auf den Deutschen. Es ist Laura Siegemund. Noch zum Schwingen. Doppelt gejubelt hat Armon Orlik. Er gewinnt das Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest und hat heute auch noch Geburtstag. Er gewinnt im Schlussgang gegen Matthias Herger. Und Armon Orlik, der ist heute 24 geworden. Von Anfang an klarer Favorit gewesen. Für ihn war es aber trotzdem kein einfacher Tag gewesen. Jeder Gegner war schwierig, weil ich sie nicht so kennt habe. Oder weniger. Und der erste Gang ist so oder so immer schwierig. Also, ja, darum nachher jeden Gang nehmen und eins nach dem anderen. Aber es war jedes Mal schwierig gewesen. Gehen wir noch Richtung St. Gallen. Beim St. Galler Kantonalfest gewinnt Daniel Böst den Schlussgang gegen Damian Ott. Er schlägt ihn in ihre Korbverdächtigen 12 Sekunden. Der alleinige Rekordhalter am St. Galler Ehrentag ist er jetzt mit 8 Siegen. Und dass zusätzlich noch der 100. Kranz gewinnen ist, das macht den Triumph der Gattner komplett. Noch erfolgreiche Luzerner Meldung. Der Joel Wicki gewinnt das Aargauer Kantonalschwingfest. Nach 6 Minuten hat er den Schlussgang gegen Joel Strebel gewinnen. Radio Zentral Wetter. Da gehen wir zum Stefan Scherer von der Meteo News. In Nacht ist es wechselnd bewölkt und so starten wir auch im Mänti. Es gibt einen Mix aus Sonne, hohen Wolkenfeldern und Quellwolken. Und morgen gibt es wieder am meisten Sonne Richtung Mittelland, am meisten Quellwolken Richtung Bergen. Am Nachmittag dann nehmen die Wolken generell mehr und mehr zu. Es bleibt aber noch über weite Strecken trocken, erst im Laufe des Abends. Vielleicht auch erst in Nacht gibt es dann die ersten Regentropfen. Temperaturen, die gehen Nacht auf morgen auf 10 bis 12 Grad retour. Morgen Nachmittag gibt es dann wieder maximal 20 bis 21 Grad. Das ist der Sonntagabend auf Radio Zentral. Jetzt erwartet Sie 2 Stunden Country Music.